Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Wir haben das letzte Mal die Krise mit den Runen und den Drachen, den Trollen geschafft. Marschbefehle, oh, dankeschön, die können wir uns jetzt gerade anhören. Und wollen jetzt hier nochmal kurz zum Händler gucken, ob er uns was verkaufen kann, was Wichtiges. Und sonst, ja, müssen wir dann halt in Richtung der Hauptstadt, des Hafens der Champions. Ich habe genug gesehen, zu viel gesehen. Er ist ein Monster. Okay, um was Meine geht's? Erinnerungen brennen. Ich bete nur, dass sie mich hier nicht finden und in sein Verlies bringen. Nicht dorthin. Überall hin, aber nicht dorthin. Die Wyvern sollen mich fressen. Und die Möwen. Ich kann nicht vergessen, was ich gesehen habe. Ich halte es nicht mehr aus. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, worum das ging, aber ist interessant. Die Marschbefehle. Quintus, eure Befehle lauten wie folgt. Ihr müsst euch mit einer kleinen Gruppe von Champions nach Hohenzoll begeben und dem Problem dort ein Ende bereiten. Höchstwahrscheinlich werdet ihr und eure Männer keine Schwierigkeiten haben, denn diese Bauern sind sehr leicht in Angst zu versetzen. Erledigt nur einfach, worum sie euch bitten und kehrt wieder zurück. Wir müssen uns noch um viele andere wichtige Angelegenheiten kümmern. Ja, und wir haben dafür gesorgt, dass zumindest noch ein paar Leute übrig sind und das ist sehr gut. I think. Kann mich hier eigentlich zum Drachen verwandeln? Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Okay. Ich kann reinfliegen und dann wieder die Drachenform aufgeben, aber ich kann mich in die andere nicht mehr verwandeln. Interesting. Gut zu wissen. Okay, mein Vieh regeneriert leider nicht, deswegen werde ich es mal wegschicken. Bisschen schade, dass es nicht regenerieren kann. So, wie kommen wir jetzt da runter? Ist die Frage. Gibt es da einen Weg hin oder müssen wir hier durch den Hafen gehen? Und durch den Hafen müssen wir natürlich sehr blöde. Ne, da unten scheint ein Weg zu sein, an der Küste. Ah ja, ich kann noch ein paar Viecher killen. Au, das hat weh getan. Also nicht wirklich im Sinne von Aua, Aua, Schmerz, Schmerz, aber im Sinne von, Boah, die Regeneration von den Viechern ist ja pervers. Dreckige Viecher, ey. Aber im Sinne von, das habe ich zurückgeworfen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja, da unten geht's runter. Außerdem ist es gut, wenn wir hier die Viecher auch noch töten. Als Drache würden wir ja nicht dazu kommen. Und sind beide tot? Ja. Nein, einer lebt noch. Haut sich gerade die Mega-Regeneration rein. Gut, dass wir so viel Schaden machen. Wir haben gute Ausrüstung bekommen. Jedes Mal, ne? Dreckligen Penner. Aha. Der ging daneben. Bleib hier. Nix da Regeneration, mein Freund. Rennen sind noch ein paar, die machen wir auch noch fertig. Ich meine, wir brauchen XP. Immer. Es ist immer ein Spiel, in dem man XP braucht. Hübsch. Ich meine, das ist klar, in jedem solchen Spiel braucht man XP. Ja, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Ist mir jetzt zu weit von meinem eigentlichen Ziel entfernt. Vielleicht gibt es da noch was, was wir finden sollten, aber oh well. Win some, lose some. Ich denke nicht, dass wir unser Vieh brauchen werden. Wenn doch, beschwöre ich es halt schnell. Ah, okay. Erwache, mein Tierchen. Denn die Viecher sind pervers. Mit komischen Masken heilig. Beobachter. Ich kann nicht. Wow, wie er sich geheilt hat, die Sau, ey. Unglaublich. Gibst du mir was? Gibst du mir noch nicht mal was? Traurig. Okay, aber es sind nur so kleinere Grüppchen, die ein bisschen den Weg hier schmackhafter machen sollen, damit es nicht ganz so langweilig ist, wenn man hier einfach nur lang rennt. Und vor allem, damit es auch ein bisschen was wert ist, denn die EP sind viel wert. Gegenüber dem Drachenflug, finde ich. Das sind jetzt nicht die meisten EP, aber wow. Die sind so stark, so gut. Ah, ich mag es alle mit einem Schlag umzunatzen. Die sind mehr als einem Schlag, aber das ist schon, was ich meine. Bleib stehen! Blödes Vieh. Die will auch zwirren, die Viecher. Die im blöden Zaubergefuchtel. Das ist meine Aufgabe, ja, das Zaubergefuchtel. Okay, falls man da reinfällt, kann man hier wieder raus. Ich denke nicht, dass da unten was Wichtiges sein wird, oder? Ich kann ja mal kurz gucken. Ich kann ja nicht mal tauchen. Okay, dann hast du es eh erledigt. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich tauchen kann. Guck mal, die Füße von ihr, die sieht so aus, als hätte sie Tatzen da drauf. Beziehungsweise, dass man wirklich die... Sorry, du bist ja kein Gegner. Dass man wirklich die Füße da drin sieht. Sehr interessant. Ja, und da sind wir. Und da ist ein Zeppelin. Ja, wir kommen hier auch nochmal in so einen Drachentöter-Gedöns. Wo bin ich denn? Das ist, ach, das ist das Drachentöter, ne? Nee. Da
Das ist die andere. Nee, das ist hier die Halle der Champions, der Hafen der Champions und das ist das Drachentöterlager. Okay, da kommen wir aber auch noch rein. Das wird spannend. Hallo, werter Fischer. Kann ich hier irgendwo. Ich habe den Händler vergessen, ich Idiot. Oh mein Gott. Kann ich mit ihm reden, Cuddies? Ja, Fischi, Fischi, Fisch. Nicht wirklich. Ich mag das Geschnarchen nicht, wahr? Ich mag Schnarchen an sich nicht. Das finde ich total schlimm. Ich mag es auch nicht, wenn ich selber schnarche. Manchmal macht man ja selber davon auf. Kennt ihr das? Dass ihr in der Nacht schnarcht und einfach aufwacht, aber so ein Halbschlaf. Hallo, Vibius. Wir bewachen hier den Hafen, während in Alleroth die Hölle los ist. Ging es nach mir, würden wir uns in die Stadt begeben, um unseren tapferen Kameraden zu helfen. Es ist eine Freude, euch zu treffen, Drachentöter. Hallo, Marcia. Sagt, sind alle im Orden so nett wie ihr? Ja, da sie mich alle töten wollen, finde ich sie nicht wirklich, wirklich nett. Das war nicht so, ich habe Kanonen. Wenig Kanonen, aber gut, das ist auch ein kleines Schiff. Das ist meine Schaluppe. In einem Game, wo es um Seekampf gehen würde, da wäre das wirklich das kleinste Schiff, das da hinten. Tut mir leid, Drachentöter, aber ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Und das wäre doch was für ein kleines Schiff. Geworden, erst sorgen diese Goblins für Wirbel und nun schaut ihr Alleroth an. Ich weiß nicht, Dennis. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich sag dir eins, Selfie. Die Lage muss erst schlimmer werden, bevor sie wieder besser wird. Merkt ihr das? Das ist der Selfie, Selfreed. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass ich euch helfen kann. Ich sag euch eins, Drachentöter. Auf Rivellon wartet noch weiteres Unglück. Damian? Bestimmt. Merkt euch das. Ja, leider. Wir können es nicht wirklich verhindern. Aber wo kommen wir denn hier rein? Ist ja alles hübsch hier, aber ich würde gern da irgendwie da hinten, hinter die Mauern. Hallo, Freunde. Wie geht's euch? Hallo, Aula. Schön, euch zu sehen. Wenn ihr unseren Kommandanten sprechen wollt, er ist drinnen. Ist schon eine Weile her, seit mir was vom Bunker gehört habe. Hauptmann Olivia ist... Hey, Drachentöter. Willkommen im Hafen. Sie ist Schweblin. Ist das nicht schön? Ist das super? Das ist super. Das Lager der Drachentöter ist nicht weit von hier, wenn es das ist, was ihr sucht. Folgt einfach dem Pfad am Wasser. Mhm. Ja, das suche ich nicht wirklich. Ich suche eigentlich den Eingang hier in dieses Städtchen, weil ich dachte, ich komme jetzt rein und könnte hier Spaß haben. Hallo, Scholle. Drachentöter. Scholle heiße ich. Wollt ihr Fisch haben? Ich mag die Akzente. Erstmal will ich wissen, was du so denkst. Selbst wenn mich Vater Elisabeth genannt hätte, wäre es mir lieber gewesen als Scholle. Armer Kerl. Armes Schweble. Ihr seid also ein Fischverkäufer und heißt Scholle. Ist das Zufall? Wenn ein Vater, der Fischverkäufer ist, seinen Sohn Scholle nennt, ist das wohl kein großer Zufall. Ja. Macht aber nichts. Hätte schlimmer kommen können. Meine Schwester heißt Sprotte. Oh Gott. Die flotte Sprotte. Ab in die Grotte mit der Sprotte. Ich glaube nicht, dass sie eine sehr glückliche Kindheit hatte. Ja, vor allem mit dir als Bruder. Aber klar. Scholle liegt euch zu Füßen und noch... liegt euch wieder zu Füßen. Ach, wirklich? Hab ich nicht Gedanken gelesen? Er will nur Fisch haben. Oder beziehungsweise er gibt mir Fisch. Er hat 2500. Weißt du was? Will ich eh nicht haben. Den Ring auch nicht. Irgendwas für 500? Den Kram brauche ich nicht. Hiermit können wir uns nähren. Das ist ganz gut. Den Kram will ich eigentlich nicht weghauen. Oh, die Drudanahen sind ja heftig. Die Formeln bringen was. Normale Vergiftung und Quatsch brauche ich nicht. Bücher bringen jetzt auch nichts wirklich. Bücher werden nicht sehr geschätzt hier, das finde ich nicht gut. Das zurückkaufen, nee, das wird benutzt, okay. Dann, Dankeschön. Zurückkaufen wäre links gewesen. Boah, kann ich deinen Geldbeutel haben? Wie wär's damit? Sag mal, Scholle, hast du das, was dagegen? Schade. Ja, dahin geht's zu den Drachentötern, aber ich will hier rein. Ah. Aha, okay, will ich vielleicht doch jetzt zu den Drachentötern? Eigentlich nicht, eigentlich will ich zu Sepp. Very nice. Hallo, mein Freund. Wir speichern vorher. Zur Hölle, verdammt! Okay, Zeppelin-Meister Petzold. Was denkst du denn so? Ich sollte an einen sicheren Ort ziehen. Weg von all diesen Wimmern und Goblins. Ins Trümmertal vielleicht. Ins Trümmertal. Geil. Ja, geh bitte ins Trümmertal. Das ist nur vergiftet. Gibt's ein Problem? Ja, die Zeppeline. Sie kommen nicht mehr an.
Vielleicht denken Sie am Stau fürs Berufsverkehr in der Luft? Seitdem die Flussheimschlucht verbreitert wurde, hatten wir keinen Stau mehr. Nein, da stimmt was nicht. Die verfluchten Goblins. Der ist Hamburger, oder wie? Haben einen unserer Zeppeline abgeschossen. Was, Hamburg? Aber so nördlicher, so die nördlichen, ne? Als ob das nicht reichen würde, hat ein Drache 3 weitere zerstört. Nach all diesen Jahren treibt wieder ein Drache sein Unwesen. Wo sind die Drachentöter, wenn man sie braucht? Jetzt sind nur noch 3 Zeppeline übrig. Der Rote Herzog, die Lindenburg und die Perle von Alleroth. Aber sie sind zu stark beschädigt zum Fliegen. Die Lindenburg? Das ist der Rote Baron. Und das... I don't know. Kann ich vielleicht dabei helfen, dass die Zeppeline wieder fliegen? Sie benötigen wichtige Teile, ohne die sie nicht fliegen können. Und zwar magische Kompasse, Steuerruderteile und Schwebelkristalle. Die Goblins haben diese Schwachstellen wohl gekannt, denn sie haben sich direkt auf diese wichtigen Teile gestürzt. Und ihr habt keine Ersatzteile? Nein, solche seltenen Baustoffe gibt es nur im Montagehafen von Flussheim. Aber die Zeppeline, die abgestürzt sind, wurden nicht geentert. Deswegen müssten die Kristalle und der Rest noch an Bord sein. Ha. Huh. Leider dürften diese Wracks nicht lange von Wivern verschont bleiben. Wenn etwas das Sonnenlicht reflektiert, landet es kurz und soll später in ihren Nestern. Es dürfte kein Problem sein, die Sachen zu beschaffen. Wirklich? Ihr könnt also in den Fjorden klettern und euch gleichzeitig der Wivern erwehren? Das glaube ich nicht. Aber ich schätze eure Bereitschaft zu helfen. Und solltet ihr es tatsächlich schaffen, werde ich euch im Namen der Champions fürstlich belohnen. Ich hab schon. Schaut, was ich hier habe. Vielleicht braucht ihr das Ich fasse es nicht. Es sieht so aus, als ob sich unsere Flotte schon bald wieder in die Lüfte erheben wird. Irgendwas habe ich gefunden. Wie konnten die Goblins eure Zeppeline abschießen? Der Angriff kam wie aus dem Nichts. Für gewöhnlich lassen die Goblins uns in Ruhe. Und wir sie. Redet mit Hauptmann Aurelius darüber. Er ist fuchsteufelswild. Die Musik im Hintergrund ist toll. Ein Minenbauprojektor namens Krabbe hat darum gebeten, dass er ein Zeppeline abholt. Ich weiß, dass er noch da draußen ist, aber mir sind die Hände gebunden, bis eins meiner Schätzchen wieder fliegt. Okay, bis bald. Wenn ihr einem Goblin begegnet, sorgt dafür, dass er nicht überlebt. Ja, das machen wir ja. Wieder auf Kurs habe ich angenommen. Okay, also ich habe noch nicht alles. Ich habe ein bisschen was. Aber noch nicht genug, leider. Schade. Da ist noch ein Steuerpad. Wo geht das Ding denn hier hin? Auf diesem Teleporter steht Lagerhafen geschrieben. Er führt zum Lager Tiberius. Das Steuer trete zurück. Er führt zum Lager Tiberius, okay. Worum er das sein soll. Ihr könnt eine weitere Freunde. Kiste nach oben schicken. Drachentöter, ich habe euch nicht mehr gesehen, seitdem wir Leuchtenfeld verlassen haben. Ich habe dich schon mal gesehen. Das kann mich nämlich noch erinnern. Gedanken lesen. Jo. Aha, dankeschön. Ich möchte den Zeppelin nach Alleroth nehmen, oder ist das ein gewöhnlicher euer gewöhnlicher Arbeitsplatz? Nein, normalerweise kümmere ich mich um den Transport in Flussheim. Aber seitdem wir ins Trümmertal gekommen sind, konnte ich nicht mehr zurückfliegen. Aber wir wissen jetzt, wo wir da hinkommen. Das ist gut. Bis später. Wir haben Erfahrung. Die Kiste ist da, hier. Und Beeilung bitte, ja? Ah, ich könnte den Zeppelin nehmen, um hier abzuhauen. Aber ich dachte, hier gäbe es noch mehr. Es kann ja wohl nicht sein, dass es nur so wenig ist, oder? Apparently so. Da oben komme ich nicht hin, wegen der Antidrachenzone. Zwecklos. Ich, bin doch in einer, ich muss zu Fuß weiter. Hier geht's auch nichts. Das ist ja traurig. Ich dachte echt, hier geht's noch weiter. Da oben hin. Oder so. Oder wenigstens hier rein. Aber das hier ist wohl auch nur ein Lager. Vielleicht muss ich das Lager Tiberius nehmen? Achso, das ist Hohenzell einfach nur. Nee, das ist hier oben. Da will ich hin. Ja. Schrein Hohenzell. Ich weiß nicht warum. Na gut, das ist nur ein Marker. Dann gehen wir wohl ins Drachentöterlager, weil viel mehr bleibt mir gerade nicht. Ich komme ja nicht dahin. Vielleicht ist das Alleroth. Könnte sein. Okay. Da es keinen Fallschaden gibt. Juhu! Oh, ich liebe das. Bäm! Und sie landet einfach wie eine Katze, butterweich. Ah, Gerlinde, ich mag dich. Ist toll. So's. Dem Schiff wird es wahrscheinlich auch nichts mehr geben. Bin ein bisschen enttäuscht, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet hiervon. Elite-Wächter-Beinschutz. Gut, aber nicht so gut wie das, was ich trage, weil es einfach noch mehr gibt. Beinschutz der Beschützer von Alleroth. Das sieht einfach nur kacke aus. Fashion. Fashion for the win. Nö, verkaufe ich. Oder schicke ich in den Turm.
warum nicht? Ein bisschen Gold auf Lager zu haben. Ist immer ganz gut. Hallo Freunde, na? Ich bin zurück. Wen haben wir denn da? Oh, einen Drachentöter, der alleine in Rivellon unterwegs Chilean. Ist. Es freut mich, euch zu sehen. Sie haben den Kelch auf dem Fest letzte Woche wie einen gewöhnlichen Krug missbraucht. Danke dafür, für die Info. Bruder, der ist blind auf einem Auge. Diese Jungen haben überhaupt keinen Respekt vor dieser fast schon heiligen Reliquie. Okay, Drachentöter kann man mich nicht mehr nennen, mein Lieber. Ich freue mich ebenfalls, euch zu sehen. Es ist stets eine Freude. Legt eine recht große Vertraulichkeit an den Tag angesichts der Tatsache, dass ich im Rang über euch stehe. Wow. Mm-mm. Wir sind nett. Ich freue mich ebenfalls, euch zu sehen. Es ist stets eine Freude, auf andere Drachentöter zu treffen. Genau meine Rede. Na, was kann ich für euch tun, mein Freund? Ich bin gekommen, mit Kältes Drachen zu holen. Obwohl, wir können erstmal fragen, ob wir ihm behilflich sein können. Da ihr es selbst ansprecht, es gibt da eine kleine Sache. Lass mich raten, der Kelch ist nicht da. Nach dem Verschwinden von Kenneth haben wir einen Drachentöter eingesperrt. Einen ganz wilden. Gestern ist er durchgedreht und hat einen Drachentöter ermordet. Er soll zwar nach Flussheim gebracht werden, aber ich will jetzt sofort Gerechtigkeit. Ich will, dass Saul stirbt. Saul? War der nicht oben? War der nicht in seinem Haus? Ich werde diesen Mann nicht einfach töten, nur weil er ihn unter der Erde sehen wollte. Ich will davon nichts mehr hören oder kein Problem. Doch die Gerechtigkeit, da steht sie im Preis. Genauso wie ich meinen habe. Nee. Ich werde nicht einfach jemanden töten, nur weil ihr es wollt. Ist ja gut. Ich bin schon still. Dann werden sie sich in der Akademie um ihn kümmern, wenn er vorher keinen Unfall erleidet. Oh Mann. Was könnt ihr mir über den Angriff auf Orobas erzählen? Das war der größte Triumph der Drachentöter hier in diesen Fjorden, die seinen Namen tragen. Eine Stunde lang bombardierten die Zeppeline das Schlupfloch des Orobas in den Bergen, bevor sie zum Direktangriff übergingen. Mhm. Der Verräter schaffte es zwar, sich zu verschanzen, aber das tat dem Triumph der glorreichen Drachentöter keinen Abbruch. Lord Arben fand den Kelch des Drachen in den Ruinen und stellte ihn hier als Erinnerung an diese ruhmreiche Schlacht auf. Was ist das hier für ein Ort? Nur ein einfaches Ausbildungslager, in dem wir mittlerweile den wenigen örtlichen Rekruten unser Handwerk beibringen. Ja, nicht sehr erfolgreich, wie man sieht. Aber vor kurzem ist hier etwas sehr Seltsames. Mit den ganzen Goblins überall. Wir waren gerade mitten in einer Übung, als plötzlich unser Waffenlehrer Kenneth von einer Lichtsäule erfasst wurde und verschwand. Das ist auch der durchgedreht ist. Ich weiß nicht, was für eine böse Magie dahinter steckt, aber ich hoffe, dass es ihm gut geht. Ja, nee, ist es wohl nicht. Ich bin gekommen, um den Kelch des Drachen zu holen. Unsere Reliquie? Warum wollt ihr sie? Ihr habt mir keine Fragen zu stellen. Auf meinem Kaminsims würde es wohl zu Geltung kommen. Ihr habt mir keine Fragen zu stellen. Aber ich muss. Wir können den Kelch nicht einfach so hergeben. Haha, Lord Arbens Schwert. Gut, dass ich das noch dabei habe. Und das würde ich eintauschen. Versuchen wir es aber erstmal mit dem dritten Teil. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass der Kelch hier nicht so geehrt wird, wie ihm gebührt. Wer? Nun ja, ich glaube, das stimmt. Ah, das war wegen dem Gedanken gelesen. Ich möchte dafür sorgen, dass er den nötigen Respekt erhält. Ihr habt vollkommen recht. Ihr werdet sicher einen guten Platz dafür finden. Hier habt ihr den Schlüssel zur Truhe. Passt gut auf unsere Reliquie auf. Der Drachentöter. Wie abstoßend. Ja, also die Quest mit dem einfach umbringen, nö. Warum? Ich liebe den Geruch von brennenden Goblins am Morgen. Das ist der Duft eines weiteren Triumphs der Drachentöter. Ach, er war nicht blind, das ist nur wieder das was ich hier auch habe, ne? Du bist ziemlich krank, mein Freund, aber cool. Ich meine, jeder hat seinen Fetisch, ne? Passt gut auf diesen Kelch auf. Hütet ihn besser als euren Augapfel. Ihr macht euch großartig, Drachentöter. Ich kann mir keinen besseren Platz für den Kelch vorstellen als Arbens Gruft. Ja, ich habe zwar nie gesagt, dass er in die Gruft geht, aber hey, cool. Ich habe nur gesagt, dass ich ihm besseren Respekt zollen werde. Hallo, heiße Montagu. Darum angenehm. Ist das immer gut. Aha. Ich muss noch diese Truder nahe zur Locke bringen. Ja, da kriegen wir noch eine, cool. Was genau bewacht ihr? Hinter der Tür ist ein Teleporter, der in unsere Gefängniszelle führt. Dort halten wir Kriminelle in den Fjorden gefangen. Bis sie nach Alleroth, Flussheim oder sonst wohin transportiert werden können, um verurteilt zu werden. Mhm.
Ist ja in letzter Zeit irgendwas Interessantes vorgefallen. Es gab da natürlich die Kämpfe mit den Goblins. Aber das Merkwürdigste war dann doch das Verschwinden unseres Waffenlehrers Kenneth. Sein Freund Saul sollte seine Stelle einnehmen, aber dieser Halunke hat einen anderen Drachentöter umgebracht. Zum Glück konnte Tilian das Verbrechen aufdecken und hat seitdem das Sagen hier. Ich glaube, es war Tilian. Ich möchte Gefangenen sprechen. Das ist nicht möglich. Niemand darf zu ihm, bis der Zeppelin nach Flussheim kommt. Schaut, entweder öffnet ihr die Tür oder ich informiere eure Vorgesetzten über eure Drudanae-Geschäfte. Ja, das ihr würdet so nicht. Woher wisst ihr, wer... Ach, zum Teufel nochmal. Man kann es auch leugnen, ne, wenn ich keine Beweise habe, aber ist cool. Aber natürlich, kommt. Selbstverständlich dürft ihr Saul sehen. Ich glaube nämlich, es war nicht Saul, es war der Penner da unten. Der ihn einfach nur geframed hat. Ich gehe aber erstmal hier hoch. Ich meine, 1000 Gold ist jetzt auch nicht so wild. Ah, und da ist die Truhe mit dem Kelch. Kelch des Drachen. Der Kelch aus dem Ouroboros zu Ehren des Drachengottes Ouroboros Wein getrunken hat. Perle. Eine Intelligenz. Dankeschön. Wir haben den Kelch des Drachen. Und ich bekomme Zeug, aber nur eins. Also gibt es wieder nur XP. Hübsch. Wir haben schon wieder fast die Hälfte der XP, die wir brauchen fürs nächste Level. Also ihr seht ja, wie effizient das ist, wenn man immer XP nimmt. Jetzt könnte ich aber da runtergehen. Ich will aber noch da oben gucken vorher. Ich bin so neugierig. Was da noch sein könnte. Schönes Zeug. Ah. Das Spiel ist komisch. Von der, so ein bisschen wie Skyrim. Ein bisschen blöd. Von der, Engine. Weil wenn man nur hochspringt, dann kann ich nicht mehr die Richtung beeinflussen, in der ich falle. Ich meine, es ist im Grunde nur realistisch, aber es ist ein bisschen nervig. Okay, da oben gibt es vielleicht auch noch was. Hier war immer noch eine schöne Truhe. Dann haben wir das ja auch relativ schnell untersucht. Im Grunde ist es auch schön, dass es nicht zu groß ist hier. Es ist ein bisschen schade per se, aber es ist im Grunde auch schön. Man kann sich ein bisschen das hier angucken und ist relativ schnell fertig. Hallo, gute Frau. Da sind einige Goblin-Gefangene drin. Wahrscheinlich verbrennen wir sie später. Das sitzt fest. Die armen Gobos. Die armen kleinen Gobos. Ich meine, sie verdienen es ja, also was sie hier alles treiben, aber... I don't know. Da ist nichts Besonderes. Hallo, guter Mann. Da ist nichts Besonderes. Kann ich hiermit noch interagieren? Auf diesem Teleporter steht Lager Prunkheim geschrieben. Er führt zum Lager Buße. Ihr tretet zurück. Zum Lager Buße. Na, gehen wir mal dahin. Interessiert mich jetzt nämlich. Ah, jetzt bin ich hier, okay. Mich interessiert auch, wozu mich der andere hier führt, der hier noch ist. Da werden wir auch noch hingehen, weil das war ja auch ein Lager. Und hier haben wir einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wofür. Ah, es ist so schwierig, den hier zu markieren, richtig. Und eine kurze Notiz. Vielleicht steht dort ja drinnen. My goodness. Wo der hinführt. Die Marschbefehle können wir auch wegtun. Das ist die kurze Notiz. Ich habe mich entschieden, Tilian. Meine Nachfolge wird Saul antreten. Ich möchte nichts mehr darüber hören. Eure Zeit wird noch kommen. Das ist alles. Gezeichnet Kenneth. Jetzt haben wir Beweise. Jetzt haben wir Beweise. Der Schlüssel ist wahrscheinlich für ihn. Aber ich würde gerne erst mit ihm reden. Na gut, machen wir das auch. Was? Warum seid ihr hier? Ich fasse es immer noch nicht, dass sie wirklich diesen Tilian glauben. Wie dumm kann man nur sein? Euch geht es nicht besonders gut, was? Das könnt ihr laut sagen. Ich wurde zum Tode verurteilt. Ja, bitte helft mir hier raus. Ja, du bist per se frei, aber... Ich habe jetzt Beweise. Ich werde jetzt noch mit Tilian reden. Vielleicht kann ich ja dafür sorgen, dass sie ihn einfach freilassen. Es war so klar, dass es ein abgekartetes Spiel ist. Wo ist Tilian? Hey, du Penner, da hinten bist du. Ja. Allein, weil er ihn tot sehen wollte. Jawohl! Okay, dann werde ich einfach sagen, lassen sie verschwinden. Obwohl, ich habe einen Schlüssel gefunden. Vielleicht komme ich jetzt um zu den Goblos. Na komm. Da komme ich wohl nicht rein. Nein, okay. Also es war wirklich nur für den Käfig. Schade. Mein Vieh immer noch hinter mir her hüpfelt. Hoppeldi, hoppeldi, hopp. Ja. Kann ich hier noch was sagen? Bis später. Noch. Okay, nee, ich habe hier alles erledigt. Das heißt, ich werde ihm jetzt einfach sagen, wir hauen hier ab, mein Freund, und ist cool. Was? Warum? Ihr wollt mich befreien?
Das ist zwar toll, aber ich kann nicht einfach so durch das Lager der Drachentöter marschieren. Ihr müsst den Teleporter auf Hohenzell ausrichten. Ist kein Problem. Auf diesem Teleporter steht Lager Buße geschrieben. Er führt zum Lager. Ein neues Ziel wurde festgelegt. Ihr tretet zurück. Goodbye, my friend. Habt ihr den Teleporter aus? Mit Vergnügen. Tschüss. Los, auf geht's. Ich habe keine Quest dafür bekommen per se, aber okay. Vielleicht hätte ich die Quest doch annehmen sollen. Um dann rauszufinden, dass er eigentlich, Okay, was ist hier los? Seid gegrüßt, werter Herr. Ihr seht betrübt aus. Gibt es ein Problem? Ein Geist! Ein Geist ist auf meiner Fahrmaschine! Dieser Ort ist verflucht! Wie geht's denn drunter drüber? Güte, was soll ich nur tun? Ja, Leute, aber das hier schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit von der Partie, wenn es wieder heißt Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Bis dann, Leute. Tschüss.